Im Nahen Osten, der israelische Verteidigungsminister Gallant hat Pläne für die nächste Phase des Krieges gegen die Terrororganisation Hamas vorgestellt. Im Norden des Gazastreifens werde die israelische Armee gezielt hervorgehen. Im Süden dagegen wolle man weiter vor allem die Führung der Hamas-Terroristen jagen, so Gallant. Der Verteidigungsminister äußerte sich auch über die Zeit nach dem Ende des Krieges. Die Hamas werde im Gazastreifen nicht regieren und Israel werde keine zivile Kontrolle ausüben. Die israelische Armee geht inzwischen davon aus, dass noch 136 Geiseln in den Händen der Hamas Terroristen sind. Und damit schauen wir zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der für uns wieder in der Nähe des Gazastreifens ist, diesmal in Re'in. Guten Morgen, Steffen. 7,5 Millionen Israelis und 7,5 Millionen Palästinenser. Wie genau stellt sich denn Israels Regierung das künftige Zusammenleben vor? Zunächst einmal zu dem Ort, wo wir sind. Das ist das Nova Musical Festival Site, also dort, wo am 7. Oktober mehr als 360 Menschen umgebracht wurden. Dazu gleich noch mehr. Tatsächlich geht hier in Israel jetzt die Diskussion mehr und mehr los. Wie sieht es am Tag danach aus? Also am Tag nach Ende des Krieges. Der Plan des Verteidigungsministers sieht vor, und das ist auch ganz interessant, da genau auf die Formulierung zu achten. Zum einen nicht mehr, dass die Hamas komplett eliminiert wird, sondern dass ihre militärischen Fähigkeiten zerstört werden und die militärische Bedrohung auch nicht mehr vorhanden ist. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, werden israelische Soldaten im Gazastreifen bleiben? Ja oder nein? Wird Israel dauerhaft die Kontrolle dort ausüben? Sollen möglicherweise die Palästinenser ganz aus dem Gazastreifen herausgebracht werden, wie es einige Minister in der Regierung von Benjamin Netanyahu verlangen? All das wird gerade diskutiert. Und dieser Plan, den der Verteidigungsminister jetzt vorgelegt hat, der muss auch erstmal vom Kriegskabinett abgesegnet werden. Ganz interessant, ich hatte die Möglichkeit, mit Dennis Ross hier zu sprechen. Er ist der ehemalige US-Sondergesandte für den Nahen Osten unter George Bush und auch unter Bill Clinton. Immer noch extrem einflussreich, auch als Vorsitzender des Jewish People Committee hier in Israel momentan. Und den habe ich gefragt, kann denn überhaupt die Hamas wirklich eliminiert werden? Hier eine ziemlich deutliche und klare Antwort. Es ist unmöglich, die Hamas zu eliminieren. Man kann ihre militärische Infrastruktur zerstören, ihre Waffenproduktion, Kommandoposten, vielleicht auch ihre Anführer töten. Es wird aber nicht gelingen, jedes Hamas-Mitglied auszuschalten, ihre Ideologie oder die Gruppe als Ganzes auszulöschen. Was man machen kann, ist den Palästinensern zu zeigen, dass es eine Zukunft ohne die Hamas gibt. Der Gazastreifen war schon vor diesem Krieg komplett verarmt. Jetzt bedarf es enormer Investitionen. Und niemand wird von außen kommen und Geld geben, solange die Hamas an der Macht ist und wieder aufrüsten würde. Es gibt Stimmen auch in der israelischen Regierung, die sagen, dass die Palästinenser den Gazastreifen komplett aufgeben müssten, dass sie umgesiedelt werden sollen. Halten Sie das für realistisch? Das ist nicht nur nicht realistisch, das wird definitiv nicht passieren. Unter keinen Umständen. Die Idee, den Gazastreifen zu entvölkern, kommt von den extremen Elementen in der israelischen Regierung. Und das ist etwas, was die USA nicht tolerieren werden. Wir sind der wichtigste Alliierte. Und was noch dazu kommt, Präsident Biden genießt bei den Menschen in Israel hohes Ansehen. Und wenn er sich klar gegen solche Strömungen positioniert, dann dürfte sich auch die israelische Öffentlichkeit gegen solche extremistischen Bewegungen wehren. The Israeli public will be strong in support of that and not of the extreme elements who are pushing it here. When you're talking about the US government, is it acceptable for the US government? Wenn Sie von der US-Regierung sprechen, wäre es für Präsident Biden akzeptabel, dass israelische Truppen dauerhaft im Gazastreifen bleiben? Ministerpräsident Netanyahu will ja das Gebiet auf Dauer militärisch kontrollieren. Ich denke, es ist in Ordnung, über eine Sicherheitskontrolle in der nahen Zukunft zu sprechen, aber sicherlich nicht langfristig. Israel wird nicht im Gazastreifen bleiben. Wäre das der Fall, würde man dafür sorgen, dass ein Nachfolger der Hamas entsteht, und der wäre mindestens genauso radikal. Es ist ein Unterschied, ob Israel in der Lage ist, jederzeit wieder Truppen hineinzuschicken oder dauerhaft dort präsent sein will. Ich gehe davon aus, dass Ministerpräsident Netanyahu von kurzfristiger Sicherheitskontrolle durch Israel spricht. Das ist die momentane Realität. Langfristig ist es das nicht. He's talking about security control, but I think what he means is, in the near term, that's a reality. Over time, that will not be the case.
So, und jetzt noch kurz zu dem, was wir heute hier sehen. 136 Geiseln gibt es immer noch. Angehörige werden heute hier in Re'im sein und die israelische Regierung auffordern, alles dafür zu tun, dass die Geiseln nach Hause kommen. Und das inkludiert mitunter auch die Forderung, die militärischen Aktionen zu beenden. Steffen, danke für den Moment nach Re'im. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.